Im folgenden Video lernst du, was trennbare Differentialgleichungen sind und wie du sie mit Trennung der Variablen lösen kannst. Du willst ganz viele kostenlose Videos zum Maschinenbau? Dann komm auf Studyflex.de! Die Trennung der Variablen kannst du anwenden, wenn du eine homogene, gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung in folgender Form schreiben kannst. Die DGL heißt dann trennbar oder separierbar. F von x fasst alle von x abhängigen Anteile zusammen und G von y enthält alle von y abhängigen Anteile. Y- ist die Ableitung von y nach x, die du auch so darstellen kannst. Im nächsten Schritt sortierst du. Der Term links vom Gleichheitszeichen ist nur noch direkt von y abhängig. Rechts kommt nur noch x vor. Jetzt kannst du integrieren. Dafür hast du zwei Möglichkeiten. Entweder integrierst du unbestimmt und kümmerst dich erst später um die auftretende Konstante C, oder du integrierst bestimmt und setzt die Anfangswerte als untere Grenzen ein. Beides hat Vor- und Nachteile. Die direkte Integration spart dir am Ende Arbeit, weil du die Anfangswerte nicht mehr einsetzen musst, um C zu bestimmen. Sie ist allerdings unübersichtlicher. Letztendlich ist es Geschmackssache, welche Integrationsmethode du bevorzugst. Nachdem du die Stammfunktionen bestimmt hast, kannst du die Gleichung nach y auflösen und erhältst deine Lösung. Üben wir das am besten gemeinsam an einem Beispiel. Unsere Differentialgleichung lautet, y ist gleich x durch y. Gehen wir nun die einzelnen Schritte durch. Du kannst y umschreiben zu dy durch dx. Danach sortierst du alle x nach rechts und alle y auf die linke Seite des Gleichheitszeichens. Jetzt kannst du beide Seiten integrieren. Wir entscheiden uns für die unbestimmte Integration, um einen besseren Überblick zu behalten. Es ergibt sich, y ist gleich x plus c. Jetzt können wir die DGL nach y umstellen. Das ist die allgemeine Lösung der DGL. Die eindeutige Lösung erhältst du mit einer Anfangsbedingung. Sagen wir, unsere Anfangsbedingung ist y von 0 ist gleich 1. Diese setzt du in die Gleichung der allgemeinen Lösung ein. y von 0 ist gleich die Wurzel aus 0² plus 2 mal c ist gleich die Wurzel aus 2 mal c ist gleich 1. Du quadrierst beide Seiten und teilst durch 2, sodass sich c ist gleich 1 halb ergibt. Damit ist deine eindeutige Lösung Wurzel x plus 1. Um sicherzugehen, dass du alles richtig gemacht hast, kannst du eine Probe machen. Dafür leitest du y ab, indem du die Kettenregel anwendest. Erst leitest du die Wurzel ab und dann bildest du die innere Ableitung von x plus 1. Sie ist 2x. Nach Zusammenfassen erhältst du x durch die Wurzel aus x plus 1. Setze jetzt die Ableitung in die ursprüngliche DGL. y' ist gleich x durch y ein. x im Zähler bleibt stehen und für y im Nenner setzt du die Wurzel x plus 1 ein. Sehr gut, die Ausdrücke sind gleich. Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt kennst du die trennbaren Differentialgleichungen und weißt, wie du sie lösen kannst. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflix.de.